Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play. Pokémon Erkundung im Himmel. Ja, ihr seht, ich bin angeschlagen, super. Und wir können auch im Moment nichts dagegen tun, weil ich keine Singleware habe, ja. Jedenfalls in den letzten Parts sind wir jetzt in der Dunsthöhle gewesen. Sind jetzt schon weitergekommen, wir sind schon fast am Ende, Freunde. Ich muss jetzt nur noch heil hier wegkommen. Deswegen muss ich jetzt AB gleichzeitig drücken, damit ich zumindest ein paar KP heilen kann. So. Bodyguard, kümmer du dich mal bitte drum, ich helfe dir sonst auch. So, ich hoffe, der Bildschirm ist halbwegs gerade. So. Nein, keine Items, die mich jetzt angreifen. Sollen Biss helfen. Kraftfeld ist ja aufgebraucht. Okay. So, ich kann jetzt weitergehen. Und da ist die Treppe. Ich hoffe, wir sind jetzt fertig. Ja, tatsächlich. Dunsthöhlengipfel. Okay. Wir sind ganz nach oben gestiegen. Dieser Ort. Er fühlt sich irgendwie seltsam an. Es liegt eine Spannung in der Luft. Meine Haut kribbelt. Der Bildschirm ist halbwegs gerade. So in Ordnung. Überall. Es fühlt sich an, als würde mich etwas erdrücken. Irgendeine schreckliche Gefahr. Und das Geräusch, was wir bis zum letzten Part noch hören konnten, kommt wieder. Ah! Das ist das Geräusch von vorhin, Snooper. Genau wie ich mir gedacht habe. Es war ein lautes Brüllen. Vor lauter Schreck spuckte ich meinen Bildschirm an. Ich wischte diesen Fleck weg und jetzt kommt was. Irgendwas kommt auf uns zu. Oh, in der Zeit schauen wir mal wieder hier rum. Ach ja, ihr könnt euch noch erinnern, dass Team Totenkopf ja Knuddelhoff angegriffen hat. Doch jetzt, was ist jetzt passiert? Die sollten jetzt eigentlich hier sein. Ey! Seht mal alle her. Alle kommen. Ist sie das? Die Statue von Groudon? Oh, aber es ist niemand hier. Bist du dir sicher, dass du den Gildenmeister gesehen hast, Krebskorps? Sicher bin ich mir sicher. Ich habe ihn gesehen, als ich auf dem Weg zurück zum Basellager war. Der Gildenmeister hetzte auf der Jagd nach dem perfekten Apfel vorbei. Ich habe gerufen, gewinkt. Aber er war anscheinend zu abgelenkt und hat nicht reagiert. Und ich würde sagen, dass das Team von Snooper vorgegangen ist. Bestimmt ist der Gildenmeister ihnen nachgegangen, glaubst du nicht auch? Oh. Hm? Der Boden. Zum Kuckuck, er bebt! Und man hört im Hintergrund ein Brüllen. Was? Was ist das bloß? Was für ein Lärm! Ist das vielleicht... Irgendwas geht da oben vor. Laufen wir hoch, schnell! Hm? Hey Papa, hast du das da eben gehört? So ein Ächzen und Stöhnen. Oh, das hast du dir nur eingebildet. Beeilen wir uns jetzt! Yep! Aber was war dieses Ächzen und Stöhnen wohl? Sehen wir nach. Natürlich. Team Totenkopf. Au, Ratsch. Ich bin ganz ausgelaugt. Ich kann mich nicht bewegen. Wie ist das passiert? Wie hat Knuddelhoff unsere giftige Gasspezialkommunikation so leicht abgeschüttelt? Und wie hat Knuddelhoff zurückgeschlagen? Es ist unglaublich. Knuddelhoff hat sie also in die Flucht geschlagen. Doch was machen wir jetzt? Wir springen die ganze Zeit hoch, wenn hier so ein Beben kommt. Oh Gott. Wir haben ihn. Was ist das? Es sieht aus wie die Statue. Dieses Pokémon. Es existiert wirklich? Ja. Yep. Ihr seid ihr gekommen, um diesen Ort zu entweihen? Verschwindet. Aber wir wollen doch nur zum Nebelsee. Was? Zum Nebelsee? Ich bewache den Nebelsee. Ich bin Groudon. Ihr werdet diesen Ort nicht lebend verlassen, Eindringlinge. Was? Währenddessen kommen sie zur Dunsthöhle an. Hey, da ist der Eingang. Hier kommen wir hinein. Hier können wir hineingehen, meine ich. Los, Beeilung! Also alle rein. Hey, eine Frage noch. Könnt ihr jetzt oben rechts da irgendwie so einen leichten Lichtfleck sehen? Wart mal kurz, ich muss einmal kurz pausieren. Ich bin gleich wieder für euch da. Bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Und ihr könnt jetzt sehen, es ist jetzt überhaupt kein Licht mehr zu sehen. Oben rechts. Deswegen
könnt ihr davon ausgehen, ich habe das Licht entfernt, genau. Hey, Plauderguy, kann ich etwas fragen, wenn wir weiterlaufen? Plauderguy, kennst du ein Pokémon namens Groudon? Aber natürlich, für wen hältst du mich? Ich bin immerhin das oberste Denkorgan der Gilde. Kreisch! Groudon ist ein legendäres Pokémon, von dem in Mythen die Rede ist, die seit Generationen weitergegeben wird. Werden. Oder wird. Ein legendäres Pokémon? Richtig. In den Mythen heißt es, dass es das Land aus dem Meer gehoben hat und dass es die Kontinente gebaut hat. Huiuiui, das hört sich nach einem enormen Pokémon an. Na stimmt. Was, wenn man gegen Groudon kämpfen müsste? Was würde dann passieren? Kämpfen? Völlig unmöglich. Kreisch! Wenn irgendwer dumm genug wäre, Groudon zum Kampf herauszufordern, tja, dann müsste man lebensmüde sein. Es ist unglaublich stark. Wir alle legendären Pokémon. Ja, und wir? Und ich weiß, ob er jetzt so ein Geräusch macht. Ups, das ist unheimlich. Aber wir müssen mutig sein. Ich muss mich dieser Sache stellen. Wir können jetzt nicht aufgeben, Snooper. Macht euch auf meinen Zorn gefasst. Und es kommt tatsächlich zum Kampf. Schlussfolgerung, wir sind lebensmüde. Und da jetzt kommt natürlich auch der Effekt von Groudon. Also, ich meine seine Fähigkeit, dass es immer sonnig bleiben wird. Groudon ist ein Boden-Pokémon. Jetzt müssen wir genau gucken. Wir werden jetzt erstmal taktisch gut angreifen. Vor allen Dingen werden wir jetzt auf Rauchwolke setzen, damit Groudon nicht angreifen kann, um uns zu besiegen. Wir haben nämlich nur einen Belebersamen und das wäre ziemlich doof. Ich setze mal auf Konter, warum auch immer. Nutze Sicherheit. Man kann ja nie wissen. Rauchwolke. Pufferstatus. Das heißt Antikraft. Oh. Ich weiß ja nicht, was das für eine Fähigkeit ist. Eine IQ-Fähigkeit irgendwie. Bleib du mal auf Glutkratzer und Drachenwut, obwohl ich nicht weiß. Naja. Was ist jetzt stärker? Ruckzuckhieb oder dieser Eisendorn? Ich teste es mal aus. Minus 7. War anscheinend nicht so prickelnd. Ich setze weiter auf Kraftwelle. Minus 23 ist gut. Kratzer. Minus 12. Antikraft bringt natürlich nichts. Jetzt setze ich mal Ruckzuckhieb ein. Ist viel stärker. Fast doppelt so stark. Also bleibe ich weiter bei Ruckzuckhieb. Pufferstatus ist wieder weg. Wir müssen wieder umschalten. Ja, es kommt jetzt taktisch hier wieder weiter. Das geht jetzt taktisch weiter, Freunde. Ist nun mal wichtig. Wunderbar, das wäre auch geklärt. Ach, jetzt geht das los. So, wie mache ich das jetzt am schlauesten? Rauchwolke kann weg, dafür kannst du... Setz mal weiter auf Glut. Oh, ich hoffe, der Bildschirm ist jetzt besser, ne? Ja. So, wie greife ich ihn jetzt an? Was mache ich jetzt am schlauesten? Orbs kann ich nicht einsetzen. Ich kann natürlich auch im Schlafsaal setzen. Bewirkt Halluzination. Was machen wir jetzt am schlauesten? Ich gehe jetzt einmal rechts. Okay. Machen wir es halt so. Ich setze dann mal auf Biss. Vielleicht schaffe ich es. Er hat keinen Pufferstatus mehr, oder sehe ich das richtig? Oh. Oh Gott. Oh, na toll. Jetzt habe ich Tempo verloren. Geil. Toll. Jetzt kann ich so schnell nicht angreifen. Okay, er brennt. Das ist ganz gut. Das ist natürlich doof, dass jetzt mein Tempo weg ist. Wieso ist der Pufferstatus plötzlich wieder weg? Habe ich nicht gesehen. So, mein Tempo ist weg. Konter hat jetzt nichts gebracht. Pufferstatus ist wieder da. Okay, mein Konterstatus ist weg, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt wieder auf Glut, denn das war sehr effektiv. Setzen wir auf Ruckzuckhieb. Okay, Pufferstatus ist noch da, Schlitzer bringt nichts. Und Pufferstatus ist noch da. Oh, es befreit vom Pufferstatus, das müssen wir ändern, verdammt. Ah, so, komm. Glut weg, Rauchwolke, halt, stopp, Rauchwolke. So, Kraftwelle. Gut, dass wir Knupsi im Team haben. Pufferstatus ist wieder da. Wie oft kannst du es noch einsetzen? Nein, mein Tempo ist ja weg. Ach, kannst du noch oft genug einsetzen? Bis dahin haben wir ihn besiegt. Ganz sicher. Kraftwelle, Freunde. Verdammt. Also wenn ich schon ein Tempo weniger habe, dann kann ich zumindest treffen. Wieder vom Pufferstatus befreit, das gibt's doch gar nicht. Wie oft muss ich das denn noch machen? Verdammt. Ganz schön luftlässig. Ach du Scheiße. Nein. Aber Status ist aber noch da, ne? Ich krieg so langsam Angst, Freunde. Glut. Ich meine, ich kann mich ja irgendwie schlecht heilen. Kraftwelle, komm. Ja. Oh, paralysiert ist das. Super. Ja! Besiegt! Sehr schön. Und Groudon explodiert. So. Ich weiß nicht, wie ich das Geräusch machen soll. Ah, ja. Wir haben es geschafft. Wir haben Groudon besiegt. Aber... Ist das wirklich? Ah, toll.
Nu? Huch! Groudon ist weg! Das war nicht Groudon. Groudon war nichts weiter als eine Illusion, die ich heraufbeschworen habe. Wer hat das gesagt? Wie ich bereits sagte, bewache ich diesen Ort. Und ich kann euch nicht durchlassen. Warte, bitte! Wir haben nicht die Absicht, Ärger zu machen. Wir wollen nur Informationen. Informationen, sagt ihr? Ja, das ist die reine Wahrheit. Naja, zugegeben, wir sind ein Erkundungsteam. Nach all den Anstrengungen würden wir gerne einen Schatz mitnehmen. Aber wir gehen auch ohne, wenn du damit ein Problem hast. Wir sind auch zufrieden damit, so weit gekommen zu sein. Bitte, bitte glaube uns. Nun. Okay, ich glaube euch. Und du? Steht selber vor uns. Dann lasst mich euch willkommen heißen. Ich bin Selfe, Wächter des Nebelsees. Was? Sagtest du Selfe? Ja, das habe ich gesagt. Ich bewache etwas Besonderes. Etwas, das im Nebelsee liegt. Lasst mich euch nun zum Nebelsee bringen. Bitte hier entlang. Oh, es wird spannend, es wird spannend. Möchtest du den Abenteuer sprechen? Natürlich, verdammt nochmal. Wir haben Growlon besiegt, verdammt. Lief doch noch besser, als ich dachte, obwohl wir dann zwischendurch Pech hatten. Ich hatte ein Tempo weniger. Und naja. Wow, draußen ist es dunkel geworden. Es ist zwar nicht nachts, aber vielleicht nicht so gut zu sehen, aber... Seht her, der Nebelsee. Wow. Also das sieht ja schon mal geil aus. Und irgendetwas leuchtet in der Mitte. Und Volbeat und Illumise fliegen hier herum als kleine Glühwürmchen. So gesehen. Das ist unglaublich. Wer würde so hoch oben einen so großen See erwarten? Und diese umherschwimmende Volbeat und Illumise. Wunderschön. Unter diesem Ort quillt unablässig Wasser nach oben. Sein Strom ist so stark, dass es schon vor langer Zeit diesen riesigen See bildete. Ja. Nun richtet euren Blick auf die leuchtende Stelle in der Mitte des Sees. Ja, ich sehe sie. Das Leuchten kommt von unten. Dieses grünblaue Strahlen, oder? Geht näher heran und seht genauer hin. Ein Zahn hat der Zeit. Was könnte das sein? Ich komme nicht drauf. Aber es verursacht Herzrasen bei mir. Aber warum? Warum bewegt es mich so? Warum ist mein Puls plötzlich so schnell? Das ist fantastisch, aber was ist das? Es hat so eine mysteriöse Aura. Das ist ein Zahnrad der Zeit. Was? Das ist ein Zahnrad der Zeit? Ja, ich bewache das Zahnrad der Zeit. Das ist der einzige Grund, aus dem ich hier bin. Vor euch haben schon andere versucht, hierher zu kommen. Aber ich habe die meisten mit meiner Illusion von Groudon verscheucht. Groudon? Wie hast du das gemacht? Ich erschaffe es mithilfe meiner psychischen Fähigkeiten. So in etwa. Oh. Ah. Es besteht kein Grund zu erschrecken. Wie gesagt, es ist nur eine Illusion. Und trotzdem kann es Schaden machen. Was er bekämpft hat, war nichts weiter als das. Es hat schon andere gegeben, die meine Illusion von Groudon besiegt haben. Sie haben es geschafft, an diesen Punkt zu gelangen. Aber es waren Eindringlinge. Also habe ich ihnen das Gedächtnis genommen. Und so habe ich den Seefeld geschützt. Das Gedächtnis genommen? Ach ja, richtig. Wir hoffen, dich etwas fragen zu können, Selfe. Das ist mein Partner Fnupa. Mein Partner ist jetzt ein Pokémon, war aber früher ein Mensch. Oh, wirklich? Ein Mensch? Ja, aber Fnupa hat jede Erinnerung an das Dasein als Mensch verloren. Also fragen wir uns, hast du Fnupa schon einmal hier gesehen, Selfe? Und hast du Fnupa das Gedächtnis genommen? Ist das passiert? Ist jemals ein Mensch hierher gekommen? Erinnerst du dich, ob so etwas geschehen ist, Selfe? Die Antwort lautet, nein. Kein Mensch war jemals hier. Was ihr auch wissen solltet, ich lösche nur die Erinnerung an den Nebelsee. Ich kann keinem Lebewesen das gesamte Gedächtnis nehmen. Ich habe nichts mit dem Gedächtnisverlust deines Partners zu tun. Und auch nichts mit der Verwandlung in ein Pokémon. Den Grund dafür müsst ihr anderswo suchen. Oh tja, in Ordnung. Anscheinend warst du also doch noch nie hier, Fnupa.
Selve, wir hatten gehofft, von dir mehr über meinen Partner zu erfahren. Was ist das? Ein Zahn an der Zeit, ein Zahn an der Zeit. Tja, zu schade. Ein Knuddeluff, hallo. Wir können keinen Zahn an der Zeit mitnehmen. Knuddeluff. Wow, fantastisch. Und wer mag das sein? Das ist unser Gildenmeister. Hoher Freund, mein Freund, 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 Freund. Warte mal kurz, ich muss auf die Zeitansage gucken. Und währenddessen wundere ich mal gerade, was Knuddeluff da macht. Hoher Freund, mein Freund, 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 Freund. Erstaunlich, Freund. Ja, stimmt. Seht euch diese umwerfende Aussicht an. Ich bin froh, dass wir hergekommen sind. Ladi-la-li-li-da. Und wir dürfen uns das Ganze noch einmal ansehen. Sehr schön. Und ich weiß jetzt schon, dieser Part wird länger als 15 Minuten dauern. Die Sonne nimmt halt die Sicht auf die Zeitanzeige. Wo sind die jetzt? Ach, da. Okay. Puh, endlich sind wir da. Keine Zeit zum Verschnaufen. Wir müssen uns beeilen. Hey, hey! Da drüben ist jemand. Gehen wir. Ra! Sag es schon, es ist Groudon. Dirk. Frisst mich nicht, ich bin nicht sehr schmackhaft. Ich bin nur ein Krebs. Hallo, alle miteinander. Stimmt etwas nicht? Gildenmeister! Oh, kümmert euch nicht darum. Seht euch das mal an. Es sprudelt. Wie schön, wie schön. Huch. Und jetzt können wir es nochmal sehen. Und zwar so, wie es jetzt zu sehen ist. Ist das nicht schön? So, hoppala. So. Ah. Oh, wie es schimmert. Jawohl, ja, das ist was. Ja, der Geysir in dem See bricht hin und wieder aus. Es sprudelt Wasser nach oben, wie ein Springbrunnen. Und das Zahnrad der Zeit strahlt von unten herauf. Und gleichzeitig leuchten zahllose Illumise und Volbeat auf der Wasserfontäne. In ihrer Harmonie sind sie die Essenz der Schönheit. Der Schatz. Der Schatz? Der Anblick des Nebelsees muss der Schatz sein. Natürlich. Es kann nichts anderes sein. Muss ja nicht immer wieder den Oma-Bildschirm zeigen. Siehst du diese Aussicht, Pupa? Das ist einfach traumhaft. Es ist schade, dass wir nichts über deine Vergangenheit herausgefunden haben, Pupa. Aber ich bin froh, dass wir hergekommen sind. Es freut mich, dass wir einen so schönen Anblick zu sehen bekommen haben. Ich bin wirklich glücklich. Ich bin auch froh, dass ich hergekommen bin. Sicher, wir haben nichts herausgefunden, wer ich bin. Nicht herausgefunden, immer. Ein Moment mal. Selfe sagte, laut Selfe war ich noch nie hier. Aber wenn das wahr ist, woher kannte ich dann diesen Ort? Diesen Ort dann? Und das Zahnrad der Zeit. Wie wir es sehen können. Wenn ich das Zahnrad der Zeit sehe, wieso schlägt mein Puls schneller, wenn ich es ansehe? Und diese Unruhe, die ich empfinde, was bedeutet das? Man weiß es nicht. Vielleicht werden wir es irgendwann herausfinden. Entschuldige bitte, dass wir dich gestört haben. Es war fantastisch. Freund, Freund, Freund! Ich werde eure Erinnerung an diesen Ort nicht auslöschen. Ihr habt mein Vertrauen. Aber ich muss euch bitten, das Geheimnis um diesen Ort zu bewahren. Sicher, vielen Dank. Wir wissen, was wir zu tun haben. Weißt du, es wurde noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Dieses hier muss in Sicherheit bleiben. Wir werden nie auch nur ein Wort über diesen Ort verlieren. Ich schwöre im Namen der Knuddeluff-Gilde. Bitte halt dieses Versprechen. Okay, machen wir uns auf den Weg. Wir müssen zurück. Plaudergeil, wenn ich bitten darf. Ich fliege schon, Gildenmeister. Pokémon, wir gehen zurück in die Gilde. Hurra, es ist verbracht. Die Gildenexpedition ist beendet. Marsch Richtung Schatzstadt. Die lange und abenteuerliche Expedition der Gilde geht zu Ende. Knuddeluff und die Gildenmitglieder kehren sicher zur Gilde zurück. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Für Knuddeluff und die Lehrerlinge beginnt erneut die Routine. Wir sehen uns am nächsten Part wieder. Das normale Trainingsprogramm ist wieder an der Tagesordnung. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder, oder? Aber zuerst muss ich natürlich den Text zu Ende lesen. In der Gilde kehrt der Alltag ein. So. Oh. Das kann ich mal zeigen. Das ganze Nebelgebiet hier ist vollständig befreit worden. Hoppala. So. Die Wolken, die über den Nebelsee und überall um ihn herum hingen, sind verschwunden. Damit ist der Part vorbei. Der Erkundungsdienstverband hat eine Nachricht geschickt.
Das Team von Schmuel wird belohnt. Sein Schatzbeutel wurde vergrößert. Du kannst jetzt mehr Items als Befehl ertragen. Augenblick. Das ist noch eine Nachricht. Yay! Die Bonus-Episode Wundersame Fluffeluff wurde freigeschaltet. Um eine Bonus-Episode zu spielen, wähle sie in der Episodenliste im Hauptmenü aus. Und zwar bitte nach dem Projekt. Wenn du eine Bonus-Episode spielen möchtest, blablabla. Ja, und das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.